Jetzt campen und fertig. Ich habe jetzt ohne Tutorial, ich habe das einfach übersprungen. Jetzt geht's ans Campen ohne Training, das wird echt schwer, weil ich lasse mich morgen von einem richtigen MMA-Kenner trainieren, das ist besser als im Spiel. Und ich gehe jetzt einfach auf jetzt campen und wenn ich verliere, ist es egal. Rot-KI? Blau-KI? Na, das wollen wir nicht. Warte mal, Ecke wählen. Also ich kann die Ecke wählen. Die Folie ist rot. Ja, links bin ich lieber. Okay, dann machen wir es so. Ich weiß nicht, warum ich links lieber spiele. Und da kann ich mir jetzt irgendeinen Fighter aussuchen. Schau, das ist gemeint. Top-Kämpfer. Ja. Da kann ich mir irgendeinen auswählen. Nein, 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 langsam. Kennst nicht du die alle? Nicht die hinterher. Weil ich jetzt langsam Kickboxer gewählt habe. Dieser Typ ist Champion. Ja? Ohne. Ringen, auch ja, noch. Ja, gefährlich. Das ist, die haben schon gegeneinander gekämpft, die zwei. Ja. Zweimal sogar. Er ist der Bad BMF-Gürtelträger George Masvidal. Ja, den kenne ich. Fuck the baddest motherfucker on the planet. Ja, wirklich. Okay. So heißt der Gürtel BMF. Ein halben Stern weniger. Ja, ja, okay. Gürtel. Ohne Spaß, den gibt's. Okay. Der Schwarz-Silber, ja. Ui, das spielen wir jetzt. In und ja, zwei haben gegeneinander gekämpft. Und beide Male hat der Usman gewonnen. Ich habe ja gar keinen Top-Kämpfer. Aber der ist gewonnen, George Masvidal. Der einzige. Aber warte kurz, da oben GSP, George Lampier. Der ist besser. Der hat auch 5 Sterne. Nein, nein, nein. Der hat auch 5 Sterne. Ausgewogen. Nimm den Typen. Ja, das ist schwierig. Das ist ja angeblich jetzt schon ein World Champion Kampf. Das wollte ich ja gar nicht, aber egal. Das spielt mich nicht, sage ich dazu jetzt. Ich bin bereit, okay, obwohl ich nicht trainiert habe, ein World Champion Spieler, das wird was. Ja, genau, World Champion, das wird nichts. Wenn ich nicht einmal das Tutorial durch habe. Sind deine Angriffe Schwäche bei niedriger Ausdauer? Du bist angriffig. Und nun sehen wir einen UFC-Weltergewichtskampf. Schau, wie schön hier. Das ist echt cool. Glitzer. Gierig. Der Nigerian Nightmare, Kamaru Usman, hat sich für diesen Spitznamen extra die Erlaubnis des ehemaligen NFL-Stars Christian Okoye eingeholt, der sich diesen Namen markenrechtlich hat schützen lassen. Ja, und er macht ihm alle Ehre. Wenn man sich einmal seine Statistik anschaut, Wahnsinn, sieht man, dass er für und jetzt seine zweite, wenn ich mit ihm spiele. Er besticht durch seine sensationellen Blockfähigkeiten. Das kann schon frustrierend sein, wenn man alles versucht und einfach nicht durchkommt. Der bleibt einfach cool und lässt alles an sich abfallen. Ich wollte mich eigentlich nur aufwärmen hier kurz mit einer Runde. Also mit 3 Runden geht es wieder 3 Runden, aber das ist hier wirklich ein Kampf gewesen. Ah, da ja, der kann alles. Ja, wirklich herausragend ist zwar keine seiner Techniken, aber dafür ist es eben gerade diese Mischung, dieses Allround-Talent, das ihn als Gegner so unangenehm macht. Egal wie ein Kampf verläuft, der fühlt sich immer gut. Er hat ohne jeden Zweifel einige der gefährlichsten Chokes der gesamten MMA-Welt. Seine Technik ist perfekt, seine Hebel sind einzigartig und es gibt quasi keinen Top. Wenn er den Hals seines Gegners heute zu packen bekommt, dann könnte dieser Fight schnell zu Ende sein. Ach, ich muss schon wieder gestritten und 26 wieder gewonnen. Also dürfte ich schon irgendwie vielleicht was gleichstellen. Da sehen wir uns doch mal an, wer hier mit welchen Voraussetzungen in diesen Weltergewichtskampf geht. Wenn wir uns das Alter beider Kämpfer anschauen, müssen wir. Rückwärtszeit, ja, rechts oben. Los geht's! Okay.
Saint-Pierre kreist jetzt nach rechts. Da trifft er mit dem Kick. Macht er super hier. Oh ja, die rechte gerade jetzt, aber kein Treffer. Es kommt zum Pin. Und sie gehen auseinander. Boah, ich habe mich gerade noch gefreut. Er bekommt ihn nicht auf den Boden. Er wollte mich oben halten. Ich glaube, ich gefreut. Schöner Punch hier von ihm. Exzellent gemacht. Ja, und jetzt Dirty Boxing wäre jetzt eine Option oder eben der Takedown. Ja, das war ja fast nicht anders zu erwarten. Früh im Kampf geht er hier in den Clinch. Aber wir sind beide so gleich. Je früher du hier in den Clinch gehst, desto länger dauert der Kampf, desto müder wird auch dein Gegner. Jetzt habe ich einen Headkick. Jetzt habe ich einen Leckkick. Oh ja, der hat gesessen. Ah, jetzt will er mich schon wieder am Boden bringen. Und was mache ich jetzt? Vereinfachte Grappling-Steuerung. Mit E kannst du versuchen aufzustehen oder dich in eine bessere Position dafür zu begeben. Mit E kannst du versuchen, eine verfügbare Submission auszuführen. Oder eine Submission wäre cool. Also eigentlich nur mit dem linken Stick. Warte. Und dann mit L2, halt L2 gedrückt, um auf eine Abstellung. Nicht halt L1 und auf eine. Okay, also L1 und L2. Ich hab's geschafft, beide stehen wieder aufgestanden. Ja, der Leckkick war zu ungenau. Oh, jetzt habe ich ihn nicht einen Fuß. Oh ja, das hat er klasse gemacht. Aber jetzt will er mich schon wieder haben. Da zeigt er seine Boxerqualität. Nur, weil er ein Ringer ist. Ist das ein Ringer? Nein. Oh ja. Der andere, der schwarze, ist ein Ringer, gell? Ja, deswegen versucht er mich zu Defensivarbeit hier. Da werden sämtliche Angriffe geblockt. Ja, das ist wirklich sämtliche schön Angriffe anzusehen. Und so hast du dann halt auch eine super Ausgangssituation. Was hätte ich in meinem Kopf erwischt mit dem Fuß? Der Spirit, der kann auch nicht. Du musst immer zuschauen. So was. Ach, jetzt versucht mich der schon wieder zu greifen. Geh weg von mir. Jetzt hast du mich nicht erwischt. Gegenschläge. Oh ja, sehr guter Haken. Die letzte Minute in Runde 1. Die letzte Minute? Bitte mit dem Kick. Und wieder der tolle Leckkick von Georges Saint-Pierre. Ein brutaler Kniestoß zum Körper. Jetzt versucht er mich wieder im Boden. Schnell aufstehen. Vor das Rücken. Ja, er kommt auch diesmal wieder hoch. Nicht geschafft. Der Kick hat gesessen. Schnell aufstehen, steh auf. Klasse Punch, da ist der Treffer. Jetzt habe ich dich aber. Schön den Leckkick angesetzt. Gib's ihm. Und dann sind beide wieder drin. Schauen wir mal, wer hier den größten macht. Oh, es ist die Runde, deswegen habe ich noch alles gegeben. In der Wiederholung können wir uns die Highlights dieser Runde jetzt nochmal ansehen. Mehr Punkte hatte. Aber ich habe ihm auch eine ordentliche Grandioser Punch, präziser geht es fast nicht. Ich habe mich aber befreit. Super, dieser präzise Punch. Ich verstehe das auch nicht. Über zu wenige Angriffe konnten wir uns in dieser Runde nicht beklagen. Ja, vielleicht komme ich beide Kämpfer haben ihren Kontrahenten in der ersten Runde erstmal abgetastet. Da, ja, beide da wollen erstmal schauen, wo die Schwächen sind. Ich habe eben viel geblockt. Ja, der kommt an. Sehr guter Körpertreffer mit dem Kick. Jetzt habe ich ihn ins Gesicht erwischt. Ja. Mal wieder, komm schon. So, linke gerade, rechte gerade, L1 Hakenmodifikator. Okay, das machen wir jetzt. Und dann eher zwei Blocken selber. Okay. Du kannst im Schlangen bis zum Aufgeben. Okay. L1, okay, das machen wir.
Er kommt der wieder auf die Beine. Das sind toll getimte Treffer, super. Das ist ja Wahnsinn, ja, weil er ein Champion ist. Ja, wieder einmal möchte man aber schon sagen. Das ist wirklich genial, erlaubt, was seine Takedown. So rauszukommen. Warte, ich hab's eh schon. Jetzt hätte ich ihn fast eine Submission gehabt. Er richtet sich auf. Der Judge ist gut auf dem Boden. Ja. Stark ist drown and pounds am Kopf. Oh, oh, da wechselt er in die Full Mount. Er ist einfach einer der besten weltweit, wenn es zum Ground and Pound kommt. Das zeigt er ein ums andere Mal. Blocke ich. Warum kann ich nicht blocken? Trotzdem lässt er hier zu, dass er sich löst. Und diese herrliche Kopfhörer. Wer ist denn der Halfguard? Geh weg hier. Habe ich es geschafft. Er schafft es erneut, wieder hochzukommen. Ausdauer. Abstand. Der Gegner hier mit dem Schlag. Blocke. Ja, es kommt zum Pitch. Warum geht der durch? Ja, mein Gott. Schön. Und sie gehen wieder in den Clinch. Oh, bravo. Er zeigt uns eine wunderschöne Kombination. Schöne Punches jetzt hier. Ja, hab ich's geschafft. Ja, Trophäe erhalten. Diesen Sieg hat er sich durch seine Aggressivität geholt. Er hat seinen Gegner komplett auseinandergenommen. Ach so, mit dem Kreuz wäre das Ganze. Kreuz, ja. Jetzt wird es. Gewonnen. Das hätte ich mir nicht gedacht. Also, Wahnsinn. Das ohne Training. Also, das Spiel hat echt viel drauf. Schau dir das an, wie du ihn bombardiert hast. Ich habe schon gedacht, ich werde verlieren. Weißt du, was das für Schläge in Wirklichkeit sind? Ja, voll ins Gesicht. Ja, der ist ja Champ. Aber ja, der halt viel aus. Bruce Buffer verkündet jetzt das offizielle Ergebnis. Jordi, der schaut zwar aus, aber er hat gewonnen. Ja, du hast die Arena von mich so richtig bombenmäßig aus. Wie richtig. Yeah, gewonnen. Ja, gewonnen. Es war schon eine Freude, diesen Kampf mit anzusehen. Also ich kann es zwar jetzt nicht speichern, aber ich kann es zwar nicht speichern, aber es war wirklich ein schöner Kampf, ein Testkampf. Hat mich echt alles gefreut. Alles war dabei. Alles. Bodenkampf, ja. Alles, ja. Also das freut mich wirklich, ja. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Es gibt jetzt das Spiel bei der PS4 Plus gratis. Also holt es euch, ja, weil das kostet nun mal 70 Euro für diejenigen, die keinen PS Plus haben. Holt euch das Spiel. Es ist wirklich hammermäßig. Ich habe jetzt nur einen Testkampf gemacht und das ist... Ja, man muss wirklich viel lernen. Ich habe jetzt einfach, bin ich da blind in einen Kampf gestürzt und habe mich gleich gegen den Champ gestellt. Und gewonnen. Also das war jetzt echt, hätte ich mir nicht mehr gedacht. Ich habe mir gedacht, ich lieg. Ich habe schon rot gesehen. Aber ja, gerade noch, ja. Ja. Wahnsinn. Nein, macht sicher Spaß und nächstes Mal werden wir das richtig testen. Ich wünsche euch alles Liebe, viel Spaß beim Spielen. Tschüss.